Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute sprechen wir mal über ein paar Themen, die immer wieder aufkommen, vor allem natürlich im von mir so beliebt angesprochenen YouTube- und Social-Media-Fitness-Bereich. Und zwar, zum einen möchte ich euch einen Gedankenanstoß geben, was für eine Mechanik hinter Bodybuilding steckt. Das ist ganz interessant zu wissen. Man könnte es jetzt als leeres philosophisches Gequatsche sehen, vor allem für diejenigen, die einfach nur praktische Tipps wollen. Was muss ich essen? Wie muss ich trainieren? Gut ist. Einfach zeigen, nachmachen. Allerdings, wer ein bisschen mehr eintauchen möchte und mal einen Gedankengang dazu kennenlernen möchte, was es damit auf sich hat, wie wir trainieren, warum wir das machen und wie es wächst. Keine Sorge, es wird auch gar nicht so lange dauern. Es ist einfach ein Gedankenanstoß. Der sollte jetzt dranbleiben. Das andere ist ein Trend. Und darauf gehe ich mal zuerst ein. Und zwar gibt es einen Trend, dass immer mehr betont wird in vielen Videos, die sich darum drehen, welchen Split verfolge ich, welche Übungen sollte ich machen, welche Übungen sind besser, die Top 5 Rückenübungen, die Top 5 Brustübungen, die Top 5 Bizepsübungen und so weiter, dass die Leute erwähnen, ja, aber es muss natürlich auch Spaß machen und ihr müsst ein gutes Gefühl darin haben. Grundsätzlich eine gute Lehre. Vor allem in den Zeiten, in denen alle meinen, das wäre reines Pflichtprogramm, Muße, man muss kämpfen und so weiter. Das sind ja auch die Worte eines Carsten Pfützenreuthers oder auch eines Jad Roschers, die durchaus wahr sind, wenn die sagen, ihr müsst euch nicht immer quälen, es ist kein Kampf, wo ihr tagtäglich euren Körper in den Arsch tretet und darunter leidet, um ein Ziel zu erreichen. Ja, und damit haben die recht, aber eben nicht nur. Jetzt ist das Ganze so übergeschwappt und die Lehre wird so verbreitet, dass sie schon wieder ein wenig wie eine Ausrede wirkt. Dass sich Leute mittlerweile hinsetzen oder auch hinstellen und sagen, gut, die Übung habe ich aber kein gutes Gefühl drin oder die macht nicht so viel Spaß und wenn die unangenehm ist, dann lasse ich sie lieber, weil das ist ja auch besser. Ist aber auch nicht ganz die richtige Sache, denn Disziplin gehört hier noch zu. Und ja, ich würde sogar sagen, noch über 50%. Das ist ein Sport, in Anführungsstrichen, der Disziplin. Warum in Anführungsstrichen? Sport sollte eigentlich der Weg, das Ziel sein. Basketball macht so einen Spaß, ich zocke die ganze Zeit. Oder egal was es ist, selbst wenn es Dart spielen ist, es muss Spaß machen, wenn ihr draußen pölen geht und Fußball spielt oder was auch immer. Es soll währenddessen Spaß machen. Da denkt man selten an Trainingseffekte. Kaum ein Fußballspieler, der in seiner Freizeit Fußball spielt, bringt Trainingsmethoden rein, um bestimmte Aspekte zu erweitern und zu trainieren, wie die Kondition oder sonst was. Nee, er spielt einfach tagtäglich. Und beim Bodybuilding ist es anders. Wir arbeiten auf ein Ziel hin, das in weiter, weiter Ferne ist, vor allem als Anfänger. Das kommt in ein Jahr, vielleicht zwei, je nachdem, welche Ziele man hat. Vielleicht erreicht man es auch erst in 3 oder 5 Jahren. Und dafür müssen wir täglich etwas tun, wo wir keine Resultate sehen. Wir opfern Zeit und am Anfang macht es auch selten Spaß. Also wem es Spaß macht, von 1 bis 10 zu zählen und an den Maschinen sich auszutoben von Anfang an, sehe ich immer ein bisschen zwiespältig. Der hat, glaube ich, noch nie richtig Sport gemacht. Aber gut, das haben wir mal dahingestellt, das ist auch reine Geschmackssache. Aber da ist ein großer, großer Anteil von reiner Disziplin, weil Disziplin deswegen, weil ich auf ein Ziel hinarbeite, das ich nicht mit den einzelnen Etappen erreiche. Ich sehe nichts nach der allerersten Rückeneinheit in meinem Leben. Und ich sehe auch keinen Unterschied zwischen der 4. und 5. und selbst zwischen der 200. und 201. Einheit. Die sehe ich nicht. Aber was ich sehe, ist die Akkumulation zwischen Einheit Nummer 4 und 200. Wird man was sehen. Und das ist hier das, was die große Disziplin ausmacht. Und jetzt kommen wir eben wieder zurück zu dem Spaßteil. Es ist so oder so ein Disziplinsport. Und wenn ich nur danach gehe, was sich gut anfühlt, oh Mann, dann hätte ich so mit die effektivsten Übungen für mich verpasst. Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken sind nicht unbedingt immer, ja, Bankdrücken lassen wir mal raus. Kniebeugen und Kreuzheben sind nicht unbedingt immer die Übungen, die man auch unheimlich gerne macht. Man muss sie lange lernen, die sind sau anstrengend. Das zentrale Nervensystem wehrt sich schon vorher. Wenn ihr euch schon vorbereitet für diesen Satz und tief Luft holt, dann sagt der ganze Körper schon, oh mein Gott, wie können wir das noch verhindern? Und der ist auf Alarmstufe rot. Das wollen die eigentlich nicht. Spaß macht vielleicht so etwas wie Bizeps, wenn man Bizepspump hat, aber auch dann nicht mehr, wenn er so richtig abbrennt. Also, wie weit sollte man doch vielleicht wieder ein bisschen zurückrudern und sagen, es gibt auch den Unterschied von der Trainingseffektivität einer Übung und dem, ob es sich gut anfühlt. Da möchte ich jetzt einmal ein paar Beispiele aus meinem Trainingsleben erzählen. Und am Ende gibt es nur eine Message dahinter, die ich jetzt schon mal vorwegnehmen wollte. Ihr müsst trotzdem am Ball bleiben. Ihr müsst trotzdem nachdenken. Ihr müsst trotzdem Dinge evaluieren in eurem Training, wenn ihr diese Ziele habt. Denn natürlich werdet ihr auch eine Effektivität schwer feststellen können. Ihr müsst über Monate
dokumentieren, welche Übungen ihr gemacht habt und sehen, wie hat sich mein Körper entwickelt. Das heißt, scharfe Beobachtung und das Ganze auch festhalten, sonst vergisst man es. Wer das nicht macht, wird nie wissen, war denn jetzt die Ruderübung eng effektiver für mich als Ruderübung breit? Und dann kann man sich wieder nur auf irgendwelche YouTuber verlassen oder was auch immer da draußen ist, die für ihren individuellen Körper herausgefunden haben, dass die Übung gut ist, aber ihr wisst es nicht. In meinem Fall ist das zum Beispiel bei einer Sache wie, bleiben bei meinem Rücken, Rudern. Enges Rudern oder dergleichen. Ich habe nie viel bei diesen enormen Kraftübungen, großes Gewicht benutzt, gespürt in meinem Körper. Währenddessen keinen großen Pump oder so. Würde ich Reverse Butterfly machen, 20 Wiederholungen, dann spüre ich meinen ganzen Rücken. Reverse Butterfly hat aber nie meinen Rücken groß verbessert. Ich wurde nie stärker oder so, das ist eine Auspowerübung. Hatte aber einen tollen Pump, das heißt vom Muskelgefühl super. Rudern eng am Kabel, kaum was mit Pump. Erst recht nicht, wenn ich unter 10 Wiederholungen gelangt bin. Da gibt es keinen großen Pump. Aber damit hatte ich jedes Mal, wenn ich die Übung benutzt habe, nach 3 Monaten sichtliche Unterschiede. Noch besseres Beispiel, Kreuzheben. Kreuzheben hat vor kurzem sogar jemand gefragt, ob das denn überhaupt zu den Rückenübungen zählt, ob das denn nicht eine Beinbizepsübung wäre. Das ist schon seltsam zu hören, zeigt aber auch, viele von euch haben sicherlich keinen großen Rückenpump und ein Rückengefühl in so der Königsdisziplin des Rückens, nämlich Kreuzheben. Aber damals hat sich mein Rückenstrecker, natürlich, aber vor allem mein Nacken und mein innerer Rückenmuskel so enorm verbessert. Der ist geplatzt. Ich sah wirklich von jetzt auf gleich, 4 Wochen später, aus wie ein Bodybuilder, nur weil ich mehr Kreuzheben gemacht habe. Das war unglaublich. Das macht den Unterschied aus zu einem Ronnie Coleman-Rücken. Und auch wenn wir es im Training gar nicht spüren, jeder Latzug macht mehr Rückenpump, dann ist es trotzdem eine der effektivsten Übungen. Das heißt, da musste man sich durchquälen und dann erreicht man was, obwohl man kein gutes Gefühl bei der Übung hat. Das gleiche Kurzhantelrudern. Oh mein Gott, da habe ich so gar kein Gefühl drin gehabt. Aber ich evaluiert, wahnsinnig gute Übung. Das gleiche gibt es natürlich auch im negativen Sinne. Ich weiß nicht, ob es mehr Placebo war, natürlich immer das Gefühl, Bankdrücken muss rein. Aber scheinbar ist das gar nicht so eine effektive Übung für meine Brust. Es gibt ein paar Bizepsübungen, wo ich unheimlich gut einen Pump drin spüre und sehr viel Muskelgefühl habe und das wahnsinnig toll finde, die meinen Bizeps aber nie großartig aufgebaut haben. French Press im Gegensatz zu Seildrücken für den Trizeps spüre ich viel weniger, aber da kommt richtig Muskelkater rein. Fliegende, hatten wir vor kurzem hier auf dem Kanal das Thema in den Kommentaren, spüre ich für den Muskel relativ wenig. Jede Liegestütz-Session macht mehr aus. Und trotzdem macht es einen riesen Unterschied in der Reizsetzung, was ich alleine am nächsten Tag spüre, mit Muskelkater. Also das mal zum Nachdenken. Geht nicht immer nur nach dem Gefühl, es bleibt eine Restdisziplin, wo ihr euch ein bisschen durchkämpfen müsst. Und es macht auch Spaß, für etwas kämpfen zu müssen. Ich meine, wenn Rocky an den Trainingssessions schon Spaß gehabt hätte, hätte er nie das Gesicht so verzogen und dann hätte er nicht durchkämpfen müssen. Die ganze Message von Rocky wäre dahin, weil es ja einfach Spaß macht. Da macht man doch nur das, was angenehm ist. Und Hühnerjagen ist doch einfach schön. Die andere Sache ist grundsätzlich das, was ich vorher angekündigt habe. Eine Mechanik, die wir alle mal bedenken müssen beim Bodybuilding, ist, dass Bodybuilding gleich unnatürlich ist. Es ist von dem, was wir damit erreichen wollen und die Bewegung, die wir machen, unnatürlich. Also wer immer ankommt mit der Argumentation, ja, aber das ist doch eine viel natürlichere Bewegung, muss man natürlich genau wissen, was er damit meint. Meint er die Handgelenkstellung? Ja, dann ist es richtig. Meint er aber von den Bewegungen selbst das her, ist es oft einfach falsch, wenn man das als Argument heranzieht, um richtig oder falsch zu unterscheiden. Denn wir bewegen uns absichtlich und ganz gezielt in einem unnatürlichen Bewegungsspektrum. So, und jetzt, was meine ich damit? Was meint Herr Gotti damit wieder? Der alte Philosoph. Wir gehen gegen die Logik unseres Körpers, gegen die Logik der Natur, gegen die Logik unserer Physik ganz gezielt an, indem wir Muskeln isoliert bearbeiten, damit sie wachsen. Wir durchbrechen unsere Natur. Normalerweise würde der Körper und unsere Intelligenz, unser Gehirn, jeden Bewegungsablauf so gestalten, dass er mit möglichst wenig Aufwand und unter der Zuhilfenahme von möglichst vielen Muskeln, also effektiv, einen Gegenstand bewegt. Müssen wir etwas wegschieben,
das macht man mal mit 15, wo man noch gar nichts über Anatomie weiß und Bodybuilding und sonst was, macht man das irgendwie. Man benutzt vielleicht automatisch seine Beine, weil die immer grundsätzlich kräftiger sind und alles zeitgleich und so weiter. Ein Bodybuilder, der schon total verstrahlt ist vom Bodybuilding, würde auf einmal anfangen, die Schultern nach hinten zu ziehen, nach unten und vielleicht nur aus der Brust rauszudrücken. Was völlig unnatürlich ist. Er isoliert die Brust, weil er die Bewegung schon so oft gemacht hat. Mobilisiert er damit am meisten Kraft? Nein, macht er nicht. Warum labere ich jetzt so einen Mist? Bei vielen Übungen, wie zum Beispiel beim Seitheben, müssen wir genau sowas mal bedenken. Wir versuchen gezielt einen Muskel zum Wachstum zu bringen. Aber viel effektiver könnten wir natürlich handeln und mehr Gewicht bewegen, indem wir einfach die Übung ganz anders machen. Die Unterarme nach oben nehmen. Das will der Körper. Er sträubt sich dagegen, das so seltsam abgehackt zu machen. Man hat viel mehr Schmerzen, viel mehr Überforderung in dem einzelnen Muskel. Aber genau das wollen wir. Das gleiche gilt für viele Beinübungen, für Kniebeugen. Die Art, wie wir Kniebeugen machen, ist sicherlich nicht die Art, wie der Körper es möchte. Beim Bankdrücken. Wir würden wahrscheinlich von der Natur her ganz anders mehr ins Hohlkreuz gehen und so weiter, um das Gewicht irgendwie zu bewältigen. Und das, finde ich, ist bei vielen Übungen eine Sache, wenn man die im Hinterkopf hat, dann weiß man ganz anders die Bewegungsmuster, die man ausführt, zu deuten. Und das, finde ich, ist ein sehr interessanter Ansatz. Und mit diesem interessanten Ansatz lasse ich euch jetzt mal einfach alleine und stehen. Wenn euch das gefallen hat und solche Ansätze euch weiterhelfen im Bodybuilding und generell in dem Thema Kraftsport und Widerstandstraining, lasst es mich wissen. Lasst mir einen Daumen da, wenn euch sowas gefällt, dann kommt sowas direkt wieder hinterher. Ansonsten wählt es gerne ab mit dem Daumen nach unten oder schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ähnliche Übungen habt, Fragen dazu habt, zur Effektivität von Übungen und so weiter, ob ihr auch das kennt, dass ihr eigentlich merkt, seid ihr mehr die Leute, die nach Muskelgefühl gehen oder seid ihr mehr die Leute, die wirklich dann gehen danach, war gerade das, was ich nicht mag, das muss ich lernen. Wenn ich Klimmzüge nicht ab kann, weil ich nur 3 schaffe und wenn das so anstrengend ist, dann werde ich die jetzt nur noch machen, weil davon wachse ich. Zu welchem gehört ihr? Also dann, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.